disconnected bin in dem einen Ding. Tourney. So, jetzt haben wir aber hier schon das Game. Hawk, bist du wieder da? Okay, er ist nicht wieder da. Das heißt... Jetzt aber. Achso, du bist wieder da. Ich habe schon Panik gekriegt. So ein Herzkasper kriege ich hier. Easy. Easy. Was mit dem MMA haben die gehabt? Das habe ich gerade nicht mehr gesehen. Ich glaube, 1700 rum auch war das. So, einfach hinten oder ich könnte auch pushen. Wenn ich mal wüsste, ob es hier so eine Doppelkarte ist oder nicht. Sind wir compact? Moment, kann man das rausfinden? Nee, ne, wieder nicht. Nee, ist normal, wie es aussieht. Dann push ich mal. Aber wir haben doch gar nicht so lange gesucht, oder? Warum nimmt denn, berücksichtigt denn das unsere Wünsche nicht? Be nice to me. Ariel. Na, ja, der beginnt da direkt mit R. Beide Ariel. Tja, cheesen uns, aber dann sollen sie machen. Na gut, erste Runde geht ja nichts in die Flanke. Und ich habe direkt drei Fangs, also bei mir weiß ich nicht, ob sich das lohnt, zu cheesen. Ja, ne? Ja, am liebsten würde ich eigentlich direkt Fangs in die Flanke stellen, aber das habe ich, so einen Quatsch habe ich eben gemacht, das hat mich die ersten Runden gekostet. Also von daher lasse ich diesmal. Ich stelle mal einen defensiv. Schauen wir mal. Er wird wahrscheinlich eh Wespen holen oder Phönixe oder so, ich weiß es. Aber ich sehe auch nicht ein, irgendwie jetzt ein paar Fangs zu stellen oder so. Das macht ja gar keinen Sinn. Spekulier mal darauf, dass er das macht, was ich denke. keine Ahnung. Hat er irgendwer? Ja, er hat Wespen, okay. Meiner pusht einfach normal. Mit Steelballs, Crawlern und Arclights. Hoffentlich überleben nur die Wespen. Aber überlebt ein bisschen mehr. Ja, eher nix, aber ist ja fast normal, wenn man gepusht wird in der ersten Runde. Ja, der eine Crawler kriegt den fast. Nein. Ich verlangsame meinen Gegner. Ist das gut für dich? Hey, du hast eine Artillerie. Ja. Hey, das ist gut, dann kommt er noch nicht. Noch nicht. Aber gleich. Ja, gleich kommt er, ja. Achso, dein Gegner kommt, meinst du? Ja, ist aber jetzt auch vorbei. Aber gut, was ist denn bei mir? 250 er hat aber keine Sprungwespen, das ist nett. Subsidized Arclights, okay. Na, ja, ich nehme jetzt trotzdem Mustangs dazu. Okay. Schauen wir mal, ob er mich dolle ärgern möchte. Bestimmt. Bestimmt. Jetzt können auch Wespen kommen und naja. Ich mach mal meine Wespen bei ihm rein. Ja, er könnte mir halt auch Wespen hinten reinsetzen. Ja, ich kann auch überlegen, wie ich das mache, aber.
Ich ignoriere das Problem erstmal. Ja, immer ignorieren die Probleme. Immer gut. Das wird auch sowas werden. Ich kann ja mal hier einen Satelliten setzen. Let's go. Okay, er stellt eine Rakete gegen meine Wespen. Okay, meiner stellt einfach Wespen vorne hin. Hey, warum lenken meine Finger nicht ab? Hey, ihr seid direkt nebendran. Okay. Oh. Ah, okay, da war irgendwie noch was Zweites. Hä? Ich hab doch einen Satelliten hingesetzt. Ach, anscheinend haben die nicht. Hat der Scheiße gekillt. Also nur die Hälfte oder so. Oh Gott. Nein. Der Wespenspawn irgendwie. Trotz Satellit hat er mir meinen Tower gekillt. Das war nicht so geil. Naja. Ich verliere ganz knapp. Ja, bei mir ist auch relativ knapp. Ein bisschen weniger knapp als bei dir, aber. Das passt schon. Betcha. Meine hat auch keinen Jump Drive drauf. Drei Badger. Ich glaube, ich nehme auch wieder die Badger, weil es drei Stück sind. Aber ich könnte auch die Marksman nehmen. Würden auch Probleme lösen. Ich glaube, ich nehme die Marksman. Wenn er nicht mit dem Overlord kommt, habe ich auch ein Problem. Hat deiner die Viecher in die Flanken gestellt? Also Wespen? Nee, ne, auch nicht. Nee. Okay. Ah, mein Tower werde ich einmal upgraden. So, gucken wir mal. Bin nicht ganz zufrieden, ehrlich gesagt. Mit deiner Runde ich auch nicht. Ich habe nicht noch ganz viel Geld über. Ich hätte mal Öl legen sollen. Okay, jetzt fackeln wir uns alle gegenseitig an. Okay. Ich muss doch Scorpions kaufen oder mehr Sabertooth bauen. Ach man, es war so knapp, dass ich es halte. Okay, ich verliere. Leider. Ja, okay. Ich verliere jetzt auch, aber es war knapp, weil kurz vorm Halten ist mein Tower geplatzt. Ja, okay, kacke. Jetzt muss ich auch noch auf die. Ich hab ein ziemliches Problem, glaube ich, gerade. Weil ich auch noch auf die Fire Badger in der Flanke jetzt arg reagieren muss. Elite Hacker wäre eine Idee tatsächlich, ja. Aber gegen Ariel spiele ich das nicht. So, ich lege mir jetzt erstmal ein Öl dahin. Eigentlich wollte ich Mustang spielen, ne? Ist halt schwierig, wenn man was anderes rekrutiert hat. Was haben die denn an Leben? Seine Viecher Sabertooth ableveln lohnt sich.
Bin mal gespannt, wie das wird. Wird schon werden. Könnt ihn anölen. Einfach einmal eine Runde gewinnen. Ah, ich sehe einen Marksman und leveln solche Idiot. Na egal. Ja, er macht einfach mir hinten einen Vulcan rein, okay. Verlierst schon wieder, ich Idiot. Na, ja, nächste Runde wird's besser. Haben wir noch eine Runde, ja, ne? Ja. Da meine Phönixe jetzt leider noch auf kleine Crawler gehen. Ihr müsst doch auf die Wespen gehen. Du gewinnst ja sogar, oder? Ja, jetzt gewinne ich. Ja, eigentlich sollte ich hart gewinnen, aber er hat auch den. Er hat auch den Vulcan genommen gehabt, also. Ja, bei so hat habe ich auch nicht verloren. Es geht. Ich habe noch einen Rhino und so am Start. Ah. Der holt noch einen Debuff gleich. Nee. Kein Bock. Hey. Easy. Sehr schön. Uffo. Ist halt leider keine Antwort gegen Wespen, ne? Man könnte da. Er hat nicht mehr Anti-Air drauf, ha? Dann nehme ich das. Naja, gut, bei mir ist klar, was ich brauche. Ist alles doppelt gemoppelt hier irgendwie. Wenn er jetzt den Melter holt, ist für mich da auch doof. Ich hätte aber tatsächlich gerne hier zwei UFOs, aber da. Ah, das ist auch Mist. Eigentlich die. Eigentlich sogar Charge Shot. Ich muss nochmal. Eigentlich wollte ich keine Crawler holen. Ach, was soll's. Irgendwie muss es funktionieren. Hochkonzentriert und so. Ja. Okay, ja, auch UFOs. Bei mir schießt er aber den Tower weg und es wird vermutlich auch klappen für ihn. Mal gucken. Mal gucken. Er hat keine Armor auf dem UFO, okay. Naja gut, die Cheese Seite hat er gewonnen, die andere ist aber nicht mehr. Ah, der Debuff! Ah, schlechteres Timing gibt's nicht! Nein! Ja, wobei es geht. Die Wespen kriegst du noch. Ja, ich krieg jetzt alles noch, aber ich hätte meinen Scorpion noch gewonnen, hätte ihn überlebt. Ich denke, dass ich gewinne. Ich hab nur Level 4 Marksman noch. Aber ich habe auch Kraut und Rüben. Als Schaftlier, Arclights und Wraith. Ja, ich und, hab auch alles. Also alles, ja. Keine Upgrades ausgegeben. So. Das habe ich aber. Ich überhaupt die Balls, ich habe keine Ahnung. Gib ich den gleich Anti-Air? Ist auch okay. Oh, die brauchen Shot.
Und wieder die Westen. Gebe ich den Mustang. Ich gebe jetzt auf Anti-Air-Upgrade, glaube ich, ne? Den Mustangs. Sieht man auch noch nicht, oder? Das ist übertrieben. Braucht man nicht. Weiß nicht so recht. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich hier noch gerade stellen soll, was ich bauen soll. Ich habe ich habe jetzt mein erstes Upgrade ausgegeben, Runde 6. Davor habe ich immer nur Einheiten gebaut. Bei dir ist auch nur Charge statt der. Ah, nee, ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay, jetzt kommt er da auf einmal mit Balls rein. Was zum Teufel? Okay, dann kriegt er jetzt meinen Tower. Ah, man sagt, auf dem Race hat funktioniert, aber hat auch leider Regeneration ausgegeben. Mal gucken, ob es reicht jetzt. Naja, ich krieg den Race nicht tot. Scheiß Regenerationskarte. Ich hasse diese High-Level-Race-Drops, echt. Das ist so eine Pest. Also ich spiele sie selber dann gerne, wenn sie kommen. Ja, ich meine, man muss ja. Ja, sie sind einfach komplett OP. Das kann man nicht anders sagen. Also ich habe gewonnen. Bei mir weiß ich noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich einen Race tue. Es lebt nur der Race eigentlich. Okay. Ja, ist so. Also ich habe jetzt noch ein bisschen Abwehr, aber jetzt sterben meine Mustangs in der Rakete, in der einzigen, die noch auf dem Feld irgendwo rumsteht. Und mein Level 4 kommt allein nicht durch. Okay, also ich habe Charge und Phoenix, aber ohne Reichweite. Und mein eines hat kein EMP. Egal. Kein EMP, leider. Reicht. Reicht, oh. Gut. Und mein eines UFO hinterher gedackelt. Ja, ich gebe jetzt meinem Marks einfach EMP und dann hat sich das erledigt. Hoffe ich. Ja, Storm ist natürlich so nicht so geil. Aber für ihn auch nicht. Ja, okay. Ist in Ordnung. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier... Ja, wie ich es mache. Balls. Die Balls haben durchaus immer mal drauf geschossen. Also, die waren gar nicht schlecht. Ich muss halt tausende Schilde setzen, damit ich irgendeine Chance habe. Gefühlt. Ja, 3 Stück setze ich mal. Das EMP auf den Marks, dann habe ich erzählt, gell. Das lief bei mir jetzt auch gerade nur so gut, weil ich einen Satelliten so gesetzt habe, ich nur das Ufer erwische. Ganz in die Ecke. Das hat gerade so geklappt. Aber machst du einen Kredit die Runde? Nee, oder? Ich denke schon, ja. Bin ich auch dabei. Doof ist, dass der Storm wahrscheinlich meine Phönixe killt, ne? Soll ich die dann überhaupt techen? Ist die Frage. Ja, die Runde vielleicht dann eher nicht, ja. Ich werde sie trotzdem mal upgraden, in der Hoffnung, dass was passiert, aber... Die an Leben, die Kackviecher. 13k. Jetzt hat er wieder Öl. Oh Gott, das. Oh Gott, ich weiß nicht. Okay, Öl und Gewitter. Die Runde muss ich überstehen, dann sieht es, denke ich, ganz gut aus. Aber es ist schwierig, das Gewitter haut mir alles weg. Aber mir ist nur die Frage, ob ich einen Race down kriege, bevor mein Tower killt. Aber es sieht diesmal ganz okay aus. Bei mir lebt noch ein Phönix. Das ist meine Schadensquelle. Okay, und ich hab ihn. Leck mich doch am. Jetzt aber! Ja. Aber hallo. Am Meckerbellum Fortschrittsbalken. Nein, sein UFO hat von mir alles gekillt. Dein UFO hat. Das war die ganze Zeit EMS drauf und dann eine Millisekunde bevor es stirbt, kriegst du den Debuff, killt dann meinen Marksman und hat keine EMS mehr drauf und regeneriert sich dann wieder halbwegs. Ey, gut. Aber für Gewitter und Feuer, ne? Okay. Also Gewitter und Öl war das. Und ja, okay, deine Marksman müssen es hinkriegen, oder? Ist aber Level 4. Ist aber EMS habe ich. Sollte klar. Achso, ja, gut.
Ach, meine Güte. Eieiei. Der Rage is real. Sorry und so. Was machen wir jetzt hier? Schönes Photon-Coating. Kann er gut machen. Ey. Mein Gegner ist auch wahnsinnig irgendwie. Jupp. Purer Wahnsinn. Ne, guck mal deinen Vulcan. Hä? Was? Ja, ja, okay. Ja, da stelle ich halt einen Crawler. Achso, jetzt kann wieder ein Vulcan kommen, stimmt ja. Hier auch wieder. Ja, nee, guck mal, also dein Vulcan steht halt so, dass ich aber einen Crawler stelle und dass er halt, er ist aber tot dann. Soll er da durchkommen? Warte mal, ich muss wieder Schilde stellen, denke ich. Ja, Schilde sind, glaube ich, gut. Ich glaube, Reichweite auf den Marks, auf den Mustangs ist eine gute Idee. Ist halt teuer. Ich könnte hier hinten auch so ein Ölgedöns versuchen, ne? Und mich hinten sozusagen durchbrennen, aber gegen Öl kann man ja wieder nichts machen. Keine Ahnung, ich meine, wir haben zu viel Gedöns mit irgendwas, was überhaupt nicht funktioniert. Ja, ich glaube, Schilde setzen wäre wichtig. Das vielleicht mal sofort wegbummen, dass es hier schneller geht. Mal sehen. Das ist hier wieder äußerst unangenehm, das Spiel, Hawk. Äußerst unangenehm. Wurde hat er Sandworms ausgegeben. Es könnte sogar relativ gut sein für ihn. Leider macht er ein paar echt gute Entscheidungen hier. Greift in die Trickkiste, um das noch zu schaffen. Okay, die linke Front ist gewonnen. Die rechte meine ich. Die linke sieht aber auch. Okay, never mind. Die Würmer waren es nicht. Ja, die Flanke ist aber zu arg unterlegen. Okay. Ja, ich habe mich auch drauf eingestellt. Bei mir verbrennt jetzt auch rechts alles, was nicht viel HP hat, aber ich habe hart gewonnen. Okay, das UFO, da kommt von mir rübergeflogen zu dir, sorry. So. Was ist das? Alles habe ich rübergezogen, wahrscheinlich mit meinem Beacon. Ja, du hast es zu mir rübergelockt, wie immer. Hier, geh doch zu meinem Ali! Junge. Der kommt damit klar. Ja, ich wusste, dass du das Level, ist auch in der Tat so. Level 3 Tower hast. Ey, der war Level 2, oder nicht? Okay. Ist überhaupt vorbei? Ja, okay. Ich dachte. Ja, da kommt noch was angeflogen. Der eine Gegner schreibt GG, well played, der andere schreibt not really. Ja gut, wir schreiben halt dem einen zurück. Okay, das war wohl kein festes Team. So, jetzt müssen wir mal auf die Uhr gucken, wie spät ist denn. Ach Gott, ey. Und vor allem haben wir 2000 jetzt hier geschafft. Wir haben es genau nicht geschafft.